Heute ist der 28. April 2020. Hier in dem Text geht es überwiegend um Zivilrechtliches, also um die Verkündung vom Beschluss. Erst zum Schluss steht da was hier mit fahrlässiger Tötung. Das sind drei Mitarbeiter da, ehemalige oder immer noch des Veranstalters, angeklagt sind. Ja, was ist mit Polizisten? Da haben zahlreiche Polizisten falsch gehandelt, weil viele Besucher der Laufparade, mit dem ich grundsätzlich kein Mitleid habe, weil warum besucht man so eine Scheißveranstaltung überhaupt, die das überlebt haben, die in den Gedränge waren, die auch beinahe gestorben wären, die sind auf die Polizisten zu, sicherlich nicht sachlich, sondern natürlich nur emotionsgeladen, und haben gesagt, lass die Leute da nicht rein, die ersticken da und so weiter. Da hat kein Polizist reagiert. Tja, aber wie will man natürlich die Leute dann auch verfolgen, weil Polizist lässt sich ja nicht identifizieren. Sondern die Polizisten dürfen auch hier in der Corona-Krise immer schön eng beieinander laufen. Das heißt, es sind Menschen oberer Klasse. Die können machen, was sie wollen.